Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Amame Sankofa TV. Heute koche ich Okra Stew. Viel Spaß beim Zuschauen. So, meine Zutaten sind Okras oder Okras. Rotes Palmöl, gekochtes Fleisch, Fisch, Sud von Fleisch, Zwiebel, Spinat, Sud von Schneckenkochen, Schnecken. Hier habe ich Zwiebel und Chilischote, Gemüsebrühe und passierte Tomaten und natürlich Salz. Ich habe rotes Palmöl in meinem Topf. Hinzu kommen die Zwiebeln. Dann meine pürierten Zutaten aus Zwiebel und Chilischote. Mein Herd ist jetzt auf mittlere Stufe. So, einmal rühren. Dann kommen auch schon die passierten Tomaten. So, bei Okra Stew ist es, wenn man die Soße schleimig haben möchte, darf man nicht zu viel Tomaten verwenden. Also wenn man zu viel Tomaten verwendet als die Okras, dann wird es nicht so schleimig. Manche mögen es ja, wenn es schön schleimig ist. So, das war jetzt meine Gemüsebrühe. Und das lassen wir für 10 Minuten kochen. So, jetzt kommt der Sud vom Fleisch auch dazu. Einmal umrühren und weiter kochen. Die 10 Minuten sind nicht um. So Leute, in der Zwischenzeit kochen wir die Okras. Und zwar der Sud von den Schnecken. Bisschen Gemüsebrühe. Und etwas Wasser dazu. So, und das lassen wir jetzt erstmal 10 Minuten kochen. So Leute, meine Soße hat für 10 Minuten gekocht. Jetzt kommen die Schnecken dazu. Wer keine Schnecken mag, kann auch weglassen. So, dann mein gekochtes Fleisch. Einmal umrühren. So, und dann lassen wir erstmal für weitere 5 Minuten kochen. So Leute, meine Okras sind fast fertig. Hier kann man sehen, wie schleimig das schon geworden ist.
Manche mögen es sehr gerne, wenn das so schleimig ist. Schmeckt auch sehr gut. So, das lasse ich noch 2 Minuten kochen und dann kommt das zu der Soße. Leute, jetzt kommen die gekochten Okras zu der Soße. So, dann umrühren. So, und dann die Spinat auch. Also ich habe bis jetzt noch nicht gesalzen, weil ich Gemüsebrühe genutzt habe und die enthält ja auch Salz. Deswegen müsste ich jetzt nicht salzen. Ich werde mal nachher noch mal probieren, ob das notwendig ist. Ja. So, alles schön vermengen. Wenn man die Möglichkeit hat, frische Spinat zu bekommen, dann lieber die dann nehmen, schön klein haken. Ja, und dann passt das. Aber so geht's auch. So, dann kommen auch die Fische rein. Die Fische brauchen nicht lange kochen, deswegen mache ich das zum Schluss. Also fast zum Schluss, genau. Vorsichtig umrühren, damit die Fische nicht kaputt gehen. So, und das muss jetzt ungefähr 10 bis 15 Minuten, je nachdem. Ich werde noch mal gucken. Ja, und das lassen wir jetzt kochen. Leute, nix passt zu Okra Stew wie Benku. Leute, wir schauen nach der Soße. So. Ja, sehr schön. Es duftet lecker. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. So, ich werde jetzt anrichten.
Und dann zeige ich euch, wie es aussieht, das Endergebnis. So Leute, da ist es. Okra Stew mit Benku. Danke fürs Zuschauen. Medawasi.